Mit künstlicher Intelligenz wollen wir Computer und Maschinen dazu befähigen, einfache Probleme eigenständig zu lösen. Künstliche Intelligenz bedeutet aber nicht, dass Computer von nun an menschenähnliche Fähigkeiten besitzen werden. Vielmehr geht es darum, das Fähigkeitsprofil des Menschen zu erweitern. Mithilfe von KI können wir unsere Kreativität und Erfahrung mit einer hohen Präzision und Geschwindigkeit im Umgang mit großen Datenmengen ergänzen. Eine KI greift uns also in solchen Situationen unter die Arme, in denen wir schlicht mit der Menge an Informationen überfordert sind. Das ist vergleichbar mit den Erleichterungen, die Produktionsroboter bei der Herstellung von Autos mit sich bringen. Sie unterstützen beispielsweise beim Bewegen von Objekten, die für einen Menschen zu schwer wären. Künstliche Intelligenz kann in verschiedenen Bereichen angewendet werden. Sie kann beispielsweise Menschen von Routineaufgaben entlasten und durch präzisere Analysen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Es geht hierbei jedoch nicht darum, den Menschen durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Vielmehr kommt es zu einer neuen Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine. So haben wir Menschen im Laufe der Zeit Talente entwickelt, die künstliche Intelligenz heute und auch in Zukunft nicht erreichen werden. Zum Beispiel die umfassende Beurteilung von komplexen Situationen, das Einfühlen in andere Menschen und vor allem die Erfindung neuer Produkte und Problemlösungen. Allerdings gibt es auch Tätigkeiten, in denen wir künstliche Intelligenz weder schlagen können noch wollen, wie beispielsweise in der Datenerfassung und Informationsrecherche. In diesen Bereichen sollte sich der Mensch zurücklehnen und auf die Unterstützung der KI vertrauen, während er selbst mehr Zeit für die wesentlichen Aufgaben seiner Tätigkeit hat. Aufgaben, die keine künstliche Intelligenz erfüllen kann.